Hi. Fick dich, danke. Hallo Leute, hier ist wieder euer Brother Chili. Und willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Ja, da Kane wollte die Begrüßung machen. Zuerst hatte ich eigentlich damit daran gedacht, dass ich Frozy mal begrüßen lasse, aber da wäre genau so eine Begrüßung auch gekommen und er hat es dann einfach mal übernommen, dieser kleine Drecksack. Ist der kleine Pole. Genau, dieser kleine Pole. Copyright drauf. Copyright. Jetzt musst du zahlen, da Ken, ne? Scheiße, ich überleg grad. Da Ken, wo gehen wir als nächstes hin? Eiswelt oder? Eiswelt. Eiswelt, okay, dann müssen wir zum Vögelchen. Und waren doch nochmal. War doch, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja, auf jeden Fall, da Ken hat gerade entschieden, wir gehen zunächst in die Eiswelt. Dann haben wir, glaube ich, hier den Vogel. Ja, da ist er. Zwitscher, Zwitscher, Fiep, Fiep und Speeding. Grönland. Wir sind in Grönland. Oh. Okay. Okay. Hier ist ja so gut wie gar nichts. Ja. Ach so, das ist das Pinguindorf, daran erinnere ich mich irgendwie noch. Ah, dann gehst du dann da nicht hin. In was? Was mache ich da? Da Kane? Dann gehst du da nicht hin, da musst du nicht hin. Ah, da ist noch. Da schaue ich jetzt gerade rum. Weil da ist jetzt noch eine kleine Höhle. Na gut, obwohl, wenn du sagst, schauen wir nur mal schnell in die Höhle und dann fliegen wir wieder zurück. Wir müssen ja, glaube ich, nach Yumai. Okay, schauen wir mal die Höhle. Ah, da ist eine Kiste. Und da ist Geld, okay. Na, dann gehen wir doch wieder aus Grönland weg und jetzt müssen wir ja, glaube ich, Richtung Yumai, weil der Flugzeugbauer ja gesagt hat, dass ihm das Yumai die ganzen Vorräte an Metall gekauft hat. Und er braucht ja Metall. Wenn ich mich richtig erinnere. Na scheiße, wie kommen wir nochmal nach Yumai? Oh, frag mich nicht. Ich bin mir unsicher. Der Nase nach. Okay. Was verlangst du von mir, Frozy? Ich glaube, wir mussten da oben war, glaube ich, dieser kleine Vogel. Ja, da ist ein Vogel auf jeden Fall schon. Ich glaube, der hat uns in die Richtung geflogen. Oder nicht? Scheiße. Ach nee, jetzt sind wir hier. Nee, hier müssen wir nicht hin. Scheiße. Erstmal suchen. Da kennt man, habe ich die auch nochmal gestartet. Weiß ich nicht. Scheiße. Ich glaube 20 nach oder so. Ah. Einfach nach dem Gefühl machen. Was war da nochmal? Achso, da war das. Da waren wir auch schon. Bap, 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 bap. 23 nach, eine Minute um 22. Ja, 20 nach hast du gestartet. Pi mal Daumen. Okay, dann läuft die Aufnahme ja erst 4 Minuten. Oder fast 5. Scheiße. Wieso? Die läuft doch noch nicht so lang. Oh, wobei, 3 Minuten läuft die jetzt knapp. Ja, schätzen wir also. Irgendwie so. Schauen wir mal. Das kleine Häuschen war aber auch nicht Yumai. Das war Astarika. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein.
tut sich nichts. Absolut nichts. 0,0. Von daher einfach mal weiter. Scheiße, wo waren das? Ach, war das nicht unten beim Südpol? Obwohl, nee, ich glaube nicht. Nee, da war. Nee, hä? Oder war's da? So weit sind wir da doch gar nicht geschippert, dass wir da irgendwie ganz weit raus müssen. Okay, hier war's. Oder könnte es gewesen sein. Okay, nee. Scheißdreck! Vorhin waren wir ganz kurz in Yumei, das weiß ich noch. Los, da Kane, mach was. Wie Yumei? Ist da vielleicht was? Yumei, war das nicht so komisch? Zwischen Asien und Australien befindet sich mehr in kleinen Inseln, die euer nächstes Ziel sind. Der Stadt Yumei könnte die erste Erfahrung mit der französischen Lebensweise machen. Okay. Zwischen Asien und Australien befinden sich mehrere kleine Inseln. Musst du mit dem Schiff fahren? Das war die kleine. Ach, okay, ich weiß dann wo. Aber es ist gerade sowieso praktisch, weil dadurch haben wir jetzt auch wieder ein kleines Fleckchen gefunden. Da war schon mal ein Glückselixier dabei. Da ist noch eine Kiste. Mit. Wow, über 1000 Geld. Money! War da drin noch was? Nein, war es nicht. Und dann müssen wir wieder raus, ja. Okay, dann weiß ich da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Danke und so. Schauen wir aber jetzt noch kurz darüber. Da wird doch dann bestimmt auch noch irgendwas zu holen sein. Ah, like I said. Ja, okay. Nein, so, rüsten wir so aus. Achso, okay. Ah doch, da sind zwei Kisten. Haben wir nicht mal eine neue Waffe, oder? Turboschuhe? Was sind Turboschuhe? Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich nicht, was Turboschuhe sind. Turboschuhe? Ja, Turboschuhe. Damit kannst du brüchige Wände einrennen, wenn ich mich nicht irre. Sie machen dich schneller. Oder das. Ja, steht in der Beschreibung. Aber wirklich was von schneller, merke ich irgendwie nicht. Wie heißen die Dinger? Turboschuhe. Turboschuhe. Habt ihr diese besondere Schuhwerk in eurem Besitz, könnt ihr brüchige Mauern eindrennen und so vielleicht den einen oder anderen Durchgang schaffen, der vorher nicht vorhanden war. Okay. Aber war das hier? Wo hast du die bekommen? Auf so einer kleinen Insel. Ja. Ach nee, okay. Ach nee, das ist Yamai. Scheiße. Okay, wir waren in Yamai, nicht in Yumei. Aber nevermind. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Dun, 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 dun. Da, lol. Wieder einfach mal eine Fliege um uns herum fliegt. Ah, da ist jemand krank. Hey, wir haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen, leider. Muss sie schützen, Melina. Was? Selbst wenn ich sterben sollte. Ist das Füder? Nehmen wir mal das Fiebermittel. Nördlich von hier. Er sucht nach besserer Medizin. Das scheint keine gewöhnliche Krankheit zu sein. Du musst zum Arzt. Okay, also
muss der Arzt wohl das Fiebermittel. Denke ich einfach mal. Och, Orakel, braucht keiner. Ne, da Kane, was machst du denn eigentlich gerade so? Gucken, wo du hin musst. Sag du mal, oder? Yamai musst du hin. Ja, ich bin jetzt in Yamai, aber nach Yumai muss ich, glaube ich. Nein, nach Yamai. Yumai gibt's nicht. Oh. das wusste ich. Und ein Laden, yay. Hallo Süßer, willkommen. Oh. Was kann ich für dich tun? Handel mit Otaku. Ja, mach mit. Ich möchte dich einkaufen. Wo ist Otakus Laden? Otakus Laden? Du findest ihn neben der Drogerie. Er hat allerdings zu. Früher besaß er den Laden zusammen mit seinem Bruder Wong. Ja, Mann. Jetzt machen wir mal nur gemischt einkaufen. Ich möchte einkaufen. Was hast du anzubieten? Waren, die du nur hier finden wirst. Drachenspeer und Ninja-Weste. Wow. Das klingt interessant. Fliegende Drachen zieren die Waffe. Dann Drachenspeer. Was hast du? Drachenspeer und Ninja-Weste. Ja, die sind beide schlecht. Ninja-Weste 30 ab, 8 Stärke. Drachenstab 40 Angriff. 3 STA und minus 3 Abwehr. Hm. Na dann schauen wir einfach mal weiter hier rum. Wer ist das da? Du siehst aus wie ein Arzt. Ich kenne die Stadt sehr gut. Es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Ja, uff, klar, aber hallo. Hör genau zu. Die Leute haben viel zu erzählen. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit den Turboschuhen kannst du spurten und Gegner rammen. Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. Okay. Dann muss ich die Turboschuhe aus... Ne, die Turboschuhe sind da unten. Hm. Du siehst aus wie ein Arzt. Es war grausam, sie einfach so in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Oh. Lissy, jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal hart. Oh, hart. Wir mussten sogar unser Baby aussetzen, um selbst zu überleben. Heute bereue ich es. Ich bete, dass Lissy noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Never mind, ihr seid keine Ärzte, also juckt ihr mich nicht. Du bist ein Arzt. Nein, wir wollen keine Brenner in Suppe. Du bist ein Arzt. Nein, wir wollen keine Früchte. Du bist ein Arzt. Oder Ärztin. Ach nee, das ist Otaku. Otaku ist oben. Doch er hält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem. Jo. Erstmal ein bisschen Licht gemacht. Was? Wer bist du? Hier gibt es nichts mehr. Ich habe geschlossen. Was? Ey, kaputt Zeug. Wir brauchen unseren Stoff. Ach ja, das sieht doch aus. Ja, wenn da schon Medizin steht, dann ist das wohl Arzt hier. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Na dann hier. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber. Was, ein Fieber? Böser Träume plagt sie. Ah, sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider, auch ich bräuchte Ginseng. Na gut, dann brauchen wir das Fiebermittel doch nicht. Zumindest hier noch nicht.
Ah, da ist ein Kristall. Hell yeah. Die Scheiße ist jetzt, der Typ verkauft keine. Der hat nichts mehr, sagt er. Ich weiß, wo du hin musst. Ach, ich rede jetzt erstmal hier mit den ganzen Leuten. Ah, wir wollten Burg Drachenfels sehen. Doch man ließ uns nicht heran. Ah, bestimmt irgendwas mit der Burg, oder? Drachenfels war vor langer Zeit ein stolzer Königssitz. Lange Jahre habe ich Burgführungen veranstaltet. Nun bin ich ohne Job. Du willst die Burg Drachenfels sehen? Ja? Gerne, ich liebe Burg. Kann ich Drachenfels besichtigen? Sorry, aber die Burg kann nicht mehr besichtigt werden. Die Burg wurde verkauft. Der neue Besitzer duldet keine Besucher. Ach, in dieser Gegend gibt es nicht nur Burg Drachenfels zu sehen. Ah. Das ist wohl so ein kleiner Tipp, oder? Mhm. Muss erst dem kranken Mädchen helfen. Ja, dafür brauchen wir Ginseng. Ja, und ich weiß, wo du die bekommst. Du wirst zwar nie da drauf kommen, wenn du das Spiel nicht kennst und blind spielst. Musst nach dieser Neu-Tokio oder wie das hieß. Die komische Stadt. Ja, da ist der Arzt. Da ist irgendwo ein Arzt. Okay. Das ist Wong, der Bruder von dem, und der hat noch welche. Ich geh jetzt erstmal gerade in die Burg. Ich renn einfach mal rein. Wer bist du? An diesem Ort hast du nichts verloren. Ach komm, mach Kopftuch. Mann! Wieder nach Neu-Tokio. Oh, scheiße, wir waren da der Weg. Ach so, okay, doch, ich weiß wo, genau. Ja, ich weiß wo. Ja. Scheiße, wo war es nochmal? Nee. Weiß ich nicht. Ah, da, Neu-Tokio. Das ist sogar gar nicht weit. Ah, nee, Neo-Tokio. Ja, Neo-Tokio. Das passt schon. Da ist irgendwo ein Arzt. Wo könnte der gewesen? Er müsste ziemlich weit oben sein. Müsste der hier sein? Quintett. Nee, das ist Chef. Der müsste. Boah. Warte, ich guck rein. Kurz. Zeitung? Nee. Das ist die Bullerei. Das da könnte es sein. Wolke 7? Da gucken wir kurz mal. Wo genau war das? Oder ist das hier? Antikes. Er ist auf jeden Fall irgendwo in den Stock. Gehen wir einfach mal unten in den. Der müsste so ziemlich gerade durchgehst, die letzten Häuser, ganz hinten müsste der irgendwo sein. Hinten war aber Polizei, dann dieses komische Quintett. Das ist hier vielleicht. Ja, du musst einfach mal durchgucken und irgendwo ist der schon. Weiten Stock. Wenn ich mich richtig erinnere. Na, schauen wir einfach mal. Ah, da ist noch ein Haus. Na, schauen wir mal. Okay, nein, da ist der Katzenfernseher. Und hier ist nix. Ach, scheiße. War mal im zweiten Stock. Ach, gehen wir einfach nochmal ins Quintett rein. Wie heißt der Scheiß, den du brauchst? Ginseng. Programmierung.
Mülleimer. Grafik. Schlafzimmer. Hm. Warte mal. Ach, ich bin Idiot, Chili. Du musst nach Yamai gehen. Das hätte schon gepasst. Ich hasse dich. Also doch, aber... Aber ich... Wir waren überall in Yamai, deswegen. Warst du nicht? Ach, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Aufnahme beenden, weil mein Handy klingelt. Bis gleich. So, da sind wir wieder, sage ich mal. Und ja, kleine Unterbrechung, musste nur kurz mit meinem Vater telefonieren. Okay, durch einen kleinen Tipp jetzt von der Kane. Naja, vom Cheetah höchstpersönlich. Hust, hust. Sowieso immer doch. Ja, weißt du ja, ne? wissen wir jetzt, dass wir schon in Yamai bleiben müssen, nur in einem bestimmten Raum. Also, wir waren bestimmt schon drin, aber... Ja. Noch, waren wir nicht ganz da. Ach, ich würde sagen, wir schlafen erstmal, weil dann regenerieren wir erstmal unser Life. Ja, komm. Geht schon. Nimm das Zimmer links. Jo. Jo, ho. Hallo, Fliege. Die Fliege geht ab, ey. Die Fliege geht echt ab. Da 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 da. Speichern wir noch schnell. Und ja, jetzt müssen wir überlegen. Da unten bei den Damen dürfen wir ja nicht hin. Okay, das ist dieses Touristen, dieses Reisebüro. Ich denke mal, beim Händler wird es auch nichts sein. Vielleicht hier drin. Gehen wir erstmal hoch. Oder erst. Ah ne, das sind die. Aha. Ja, der sieht mir sehr. Es gibt was Besonderes. Da Kane, hat das was mit diesem komischen Besonderen zu tun? Okay. Kann das sein? Was? Da ist ja in Yamai einer, der sagt, es gibt was Besonderes. Nix damit, okay. Der Typ, der gesagt hat, dass Okuma da früher verkauft hat. Red doch mal mit dem Okuma. Ja, mit dem habe ich geredet, aber der hat gesagt, es gibt nichts mehr. Ja, und dann hast du mit dem Doktor geredet und jetzt redest du nochmal mit dem. Seriously? Seriously. Fuck! Alter, nicht dein Ernst. Hallo, Taku. Was möchtest du? Fick dich! Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Ja, klar, komm. Geschäft? Was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wong. Einst waren wir Partner. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagt, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ich gebe die Ginseng, kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich,
Ja klar, komm, auf. Ach, jetzt bimmelt's Telefon, ich bin nicht da. Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder zu... Um deinen Bruder. Chili, das hört man. Egal. Grad mal das Telefon wegwerfen. Hört man's noch? Ja. Fick dich! Ich werde nach ihm sehen. Das tust du? Dazu. Das ist Ginseng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Warum? Oh, endlich. Es hat aufgehört. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir müssen sehr jetzt, so wie es scheint, in die Burg. Na gut, erst gehen wir mal das Ginseng abgeben. Mal schauen, wie weit wir es noch machen. Hollerö, hier hast du Ginseng. Gib dies deiner kranken Freundin. Sie soll es trinken. Trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien. Für alle Zeit. Versuche es. Okay? Okay, aber ich würde sagen, bevor wir... Weil diese Person sah mir sehr nach Fyda aus. Nach der Leibgarde von Melina. Das würde dann auch... Sinn machen, warum sie nach Melina ruft. Von daher beende ich diesen Part kurz vorm Bett. Hier so, hier. Hallo. Und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Terranigma. Diesmal, das nächste Mal dann hoffentlich ohne Komplikation und so. Ja. Also, macht's gut, Leute. Sag tschüss. Sag tschüss. Auf Wiedersehen. Frozy? Der ist AFK. Scheiße. Okay, macht's gut, Leute.